Nach der alten mexikanischen Tradition kommen zuerst die Angelitos, die kleinen Engel, und dann die Ahnen in diese Welt zurück. Bei den Chicanos, den in Los Angeles lebenden Mexikanern und somit Nachfolgern der Azteken, ist der Dia de los Muertos ein großer Festtag. Sie glauben, dass sie an diesem Tag Besuch aus dem Jenseits bekommen. Die Seelen der Verstorbenen kehren für wenige Stunden ins Diesseits zurück. Die Feierlichkeiten mit der Enthüllung des Gedenksteins sowie die Kranzniederlegung im Jahr 2015 haben nicht nur eine besondere Bedeutung aufgrund des Jahrestags der Befreiung des Lagers Mauthausen-Gusen. Es sind auch womöglich die letzten Feierlichkeiten, die eine breite Öffentlichkeit anziehen und an denen jene Zeitzeugen teilnehmen können, die als Gefangene das Konzentrationslager überlebt haben. Der große Saal wurde von Rastrelli selbst ausgestaltet. Die beidseitig angeordneten Fensterreihen, die vergoldeten Stuckarbeiten und Schnitzereien sowie die Spielen verleihen dem Saal Licht und Glanz. Hey, Lorraine. Chica. Was Hi, geht? Mary. Rico. Du siehst heute wieder muy bonita aus, Lorraine. Hallo. Hi, Hola, Hank. Hallo, Hank. Hey, was soll das? Ach, Hank. Nein, Kitty fehlt noch. Ah. Kitty ist doch immer die Letzte, damit sie ihren Auftritt hat. Ja, ja, ja. Der Kuchen schaut gut aus. Bitte gib mir das Rezept. Ich glaube, der wird Otto auch schmecken. Gern. Übrigens, das nächste Monatstreffen ist bei mir. Das haben wir uns schon das letzte Mal ausgemacht. Alles eingetragen. Agnes, du bist so blass heute. Ist irgendwas mit dir? Ich habe mir das auch schon gedacht. Peter ist weg. Nein. Er hat sich nicht einmal verabschiedet. Wir wollen wissen, wo wir herkommen. Wer ist unser Urahn, unser Altvorderer, dieses Arschloch? Damit wir uns ihm ehrfürchtig nahen. Damit wir uns ihm ehrfürchtig nahen. In Wien zurückgekehrt, wurde er Direktionsassistent am Botanischen und Zoologischen Garten von Schönbrunn.
Im Jahre 1828 wurde Heinrich Wilhelm Schott kaiserlicher königlicher Hofgärtner und bekam den Auftrag, auf dem Areal des Palmenhauses den holländisch-botanischen Hofgarten in einen Landschaftsgarten nach englischem Vorbild umzugestalten. Der Arkadenhof bildet das ideelle Zentrum der Universität. Heinrich von Ferstel plante die Kommunikationswege so, dass die Arkaden die zentrale Schnittstelle zu allen Gebäudeteilen wurden. Bereits 1885 beschloss der Senat, den Arkadenhof als Raum des Andenkens an bedeutende Wissenschaftler zu gestalten. 152 Denkmäler sind angebracht. Bis heute ist keine Frau für ihre wissenschaftlichen Leistungen geehrt worden. Anflug an Lächeln. Und da ist im Übrigen auch eine Dame, die Urheberin.